Hallo und ein recht herzliches Willkommen auf meinem Kanal. Hier ist euer Maximus, ich begrüße euch zu Forza Motorsport 7 und wir machen die Meisterschaft, ja, weiter Sport Touring, das vierte Rennen und das vierte Auto, was wir heute wieder auswählen. Ja, das letzte Mal sind wir ja mit diesem BMW gefahren, also falls ihr das Video nicht gesehen habt, dann einfach mal nochmal anschauen. Und jetzt suchen wir uns nicht diesen BMW aus, den hatten wir schon. Jetzt werden wir den Ford, ja, Cosworth mal nehmen. RS500. Und das ist ein Nachtrennen, oh je. Also scheint so, dass es ein Nachtrennen ist. Okay. Oder auch nicht. Okay, naja, schauen wir mal. Nürburgring, Regen, uiuiuiui. Die GP-Strecke. Die gefällt mir, ja. Das ist eine meiner Lieblingsstrecken, weil ich die halbwegs kenne. Aber es hat nichts zu bedeuten. Hier im Regen auf der falschen Seite sitze ich. Und los geht's. Also ich will so auf den 6. Platz will ich kommen. Ganz schön dicht hier alles. Boah. Gottes Willen. Auf dem 6. Platz. Oh. Oh, bin sie ja 6. Hatten die eigentlich vorne kein Licht an? Schon kaputt gefahren oder was? Oh. Uiuiui, der wackelt aber auch was zurecht, ey. Dann hoffe ich doch, dass ich jetzt ohne große Probleme hier lang komme. Ah, schönes Überholmanöver. Normalerweise mit GP-Autos kann man hier voll durchknallen. Ah, in einer blöden Position bin ich. Fünfter Platz. Da hätte ich mich jetzt auf jeden Fall verbessert in der Meisterschaft und ausbeschleunigen. Ah, schafft er nicht ganz. Hier müsste ich eigentlich voll fahren können. Oh, na ja, gut, alles klar. Alles klar. Bin ich hinten an die Kante ran. Super, schon auf dem 4. Mann, fahrt doch nicht immer so langsam. Jetzt zieht der ab hier. Jetzt haben wir wenigstens ein bisschen mehr Luft. Das Auto sieht aus. Meine Güte. Gut gemacht. Vor mir ist Moses. Ah, vielleicht kriege ich den Moses ja noch. Der ist ja vor mir noch in der Meisterschaft, so wie Rummerlotte. Ah, yes! Und vor mir ist Creep. Den kenne ich auch noch von früher. Na, komm. Moses bleibt hinter mir. Oh ja, mit dem Ford kommt man ja richtig gut voran.
Also hier auf der Strecke ist der Wagen. Ich könnte durchaus mal Erster werden. Ja, gut genommen, die Kurve. Ich habe nicht abgebremst. Ich habe einfach nur rollen lassen. Ja, wahrscheinlich, weil ich diese Strecke schon selber ein bisschen gut kenne. Vielleicht deswegen haben wir jetzt so einen Vorsprung. Ja, das wäre es ja, wenn ich jetzt hinter Erster werde. Oh ja, da habe ich ja wirklich guten Vorsprung rausgefahren. Dann war ich nur noch Nürburgring. Vielleicht gewinne ich ja dann jedes Rennen. Ja, easy peasy. Yes! Geil! Ich bin mein Erster. Die Meisterschaft werde ich wahrscheinlich nicht mehr gewinnen, aber wir sehen das hier. 700 Punkte hat es mir jetzt erstmal eingebracht. Die anderen sind noch ein ganz schönes Stück hinter mir. Moses noch auf dem dritten. Und wo ist denn eigentlich auf dem neunten das Rummerlotte? Okay. Wie sieht's aus in der Gesamtwertung? Bin ich noch auf dem Platz 6? Nee, bin auf dem vierten. Danke für dein Abo. Moses auf dem zweiten. 10 Punkte hinter Creep. Und ich habe auf jeden Fall den Hatzel und auf jeden Fall Rummerlotte. Und jetzt werden wir die Wiederholung angucken. Und ich lasse euch da einfach da alleine damit. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wir sehen uns natürlich noch bei den anderen beiden Rennen. Ich sage, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.